Hallo Rasenfreaks, wollt ihr wieder ein kleines Video aus der Werkstatt haben? Auch wenn das Wetter draußen mega schön ist, bin ich jetzt mal in der Werkstatt. Ich muss mal was anderes machen. Ich muss mal hier wieder ein bisschen schrauben und ich will einfach mal jetzt auf die Schnelle den Handspindelmäher, den alten Brill-Handspindelmäher von meinem Vater auseinanderschrauben. Ein bisschen fetten, ein bisschen warten. Der ist ein bisschen schwergängig. Mal reingucken, wie das Ding so aufgebaut ist. Und ja, und dann im zweiten Step im Herbst oder wenn wieder die Firmen alle offen haben, will ich auch die Teile lackieren lassen und ihn richtig schön machen, aber jetzt nur mal so ein bisschen Wartung, dass er wieder ein bisschen leichter und flutschiger läuft. Viel Spaß dabei! Schön, dass die Dinger so leicht sind. Aber das Teil ist wirklich robust und solide noch konstruiert. Ich weiß gar nicht, wie alt dieser Mäher ist. Er muss uralt sein. Schön gemacht. Schöne, robuste Technik. Mein Vater hat sich gerade einen ganz neuen Husqvarna-Mäher gekauft. Irgendwas mit 400. Das ist nur noch Dünnblech. So. Tja, hier kann man auf jeden Fall schon was abschrauben. Das ist Wahnsinn, wie das, wenn man heute die Dinger anguckt und früher, das ist hier so verschiebbar, auch schön gemacht in so einer Kulisse. Läuft hier, allerdings in Kunststoff. Das könnte man mal aus Metall fräsen, das wäre auch cool. Läuft hier diese Höhenverstellung hin und her. Ganz normale, nur nach früher Schrauben müsste man auch mal erneuern. Teile ein bisschen säubern. Jetzt schraube ich erstmal, das ist gerade falsch. Vielleicht, ups, da fällt er schon ab. Ja, sieht immer noch gut aus. Sieht aber noch richtig gut aus. Mal ein bisschen reinigen. Ich mache erstmal, das ist einfach nur ein ganz primitiver Splint. Ich brauche ein bisschen mehr Licht hier. Natürlich cool, das aus Alu zu fräsen. Ja. Kunststoff ist robust. Ist gut, wir machen jetzt hier den Griff ab. Dazu muss ich hier nur zwei Splinte lösen. Leichter gesagt als getan. Zack. Echt. Also wirklich erstaunlich. Ich möchte ja nicht wissen, wie alt diese Rollen sind, aber die sind nicht verschlissen. Ich könnte sie ein bisschen fetten. Die haben kaum Spiel. Wahnsinn. So, zack. Zack. Gleich fällt er weg. Nicht die Finger. Nicht die Finger. Oh. Noch gefährlich, immer noch gefährlich. Ja, es ist einfach nur rostig, aber ist echt, ja, hier schneidet er nicht ganz so gut. Ich will auch das Messer dann schärfen, wegleppen. Kein Spiel, null Spiel. Fette Feder hier natürlich. Mega cool. Mega cool. Richtig. Also eine ganz fantastische Untermessereinstellung. Mit einer fetten Vorspannfeder. Hier mit so einer Nachstellmutter. Damit kann man das Untermesser richtig cool an die Spindel ranziehen. Mega. Der muss Handschuhe anziehen. Können wir mal den Messertest machen. Ja, machen wir mal einen Schnitttest. Machen wir mal einen Schnitttest.
Fantastisch. Wahnsinn. Schneidet fantastisch. Ja, unglaublich. Cool. Da muss ich jetzt machen. Die schneidet hervorragend. Hervorragend. Wahnsinn, wie die schneidet. Also das nenne ich Liebe zum Detail. Extra für den Schraubendreher. So eine Aussparung, um hier den Deckel abhebeln zu können. Unglaublich. Auch richtig schön gefettet. Richtig gefettet. Fantastisch. Fantastisch. Das nenne ich mal Technik. So, da ist so eine Klemmscheibe drauf. Sehr schön. Auch robust, ne? Schön mit einer Nut hier und dann so einer Federklemmscheibe. Klasse. Handschuhe, Handschuhe. Noch dreht die Spindel. Jetzt bin ich gespannt. Gedacht, Andreas. Ich sehe noch eine Schraube drin. Eine Schraube ist da drin. Vielleicht löse ich die mal. Hier, da ist eine Schraube. Ja, schneidet fantastisch. Okay. Aha. Aha. Das war's, Freaks. Das war's. Das war's. Jetzt mal. Ah. Was die Schraube hält, das war die Zentralschraube. Oh, dreckig. Aber auch toll, ey. Ein richtig robustes Kunststoffteil. Das Licht läuft wirklich. Ach so, der läuft. Ja, wenn man den rausdrücken kann, hilft ja nichts. Ja, der braucht, der, also, das ist ja Wahnsinn, das ist doch nicht ernsthaft, was da auf der gedreht hat. Cool. Dann haben wir schon mal einen Grund. Oh, hier so ein Keil. Heiß, so ein Keil. Alles sensationell und das Ding ist überhaupt nicht verschlissen. Sensationell. So ein ganz solider Gummireifen, so richtig fettes Gummi. Ey, Wahnsinn. Ja, aber das ist natürlich jetzt der Punkt. Ne? Da kann man natürlich von der Übersetzung nicht viel machen. Das Zahnrad jetzt hier zu verändern, geht natürlich nicht. Das läuft hier. Das kann man jetzt natürlich nicht verändern. Ein bisschen schade. Ja gut, mehr nehme ich jetzt nicht auseinander. Nö, nö. Das wird jetzt ein bisschen gefettet, ein bisschen sauber gemacht. Und dann ist gut. Jetzt habe ich hier die Teile gewaschen. Sie sehen aus wie neu. Das ist echt unglaublich.
unglaublich. Wahnsinn. Das ist echt mega. Jetzt habe ich hier noch die kleinen Teile. Schutzbrille, Schutzbrille. Das Kaltreiniger. Geht. So. Bisschen Kaltreiniger. Ja, dann können wir das gute Stück schon wieder zusammenschrauben. Das ist auch richtig ein fettes Blech. Das ist so fett. Wie fett ist denn das? Das Untermesser, ne, ist aus dem Blech gemacht. Und das Blech ist ein 5 mm Blech. Wahnsinn. Wahnsinn! Jetzt erstmal mit meinem Lieblingsöl einölen. Schön ein bisschen alles einölen. Innen und außen. Als Korrosionsschutz. Sehr gut. Ich habe die andere Seite schon mal zusammengebaut, damit ich mich nicht blamiere. Hat funktioniert. Wunderbar. So, hier ist so eine Scheibe, die kommt hier rauf als Distanzscheibe. Dann haben wir hier diesen Keil, der muss halt jetzt in richtiger Art und Weise, dass der mit der scharfen Kante hier in diese Kerbe reinläuft. Da, ne, der sitzt so und dann wird er hier weggedrückt und hier läuft er in die Kerbe rein, ungefähr so. So, dann nehmen wir jetzt hier ein bisschen Fett, so wie rum muss er, so rum muss er. Der rutscht da durch. So, jetzt kommt da ein bisschen Fett rein, ein bisschen Fett, Andreas. Fantastisch. So, wenn er jetzt so schneidet er. Zack, und so. Das ist ja so easy. Dann fette ich jetzt hier auch mal ganz leicht den Zahnkranz. Das kann sicherlich nicht schaden. Gut, da muss ich jetzt hier den wieder montieren. Das war jetzt Quatsch, den zu demontieren. Hätte man auch so rausmachen können. Hier reindrücken. Klack. Und hier ein bisschen fetten. Oh Mann. Und schöner drehender Bewegung. Da reinschrauben. Gut. Da reinstecken. Ist auch schon völlig fettig. Mein Tuchverbrauch. Wie so mit Fett arbeitet. Gut. Das steht da durch. Und der wird jetzt einfach wieder da reingesteckt. Jetzt werde ich die Finger klemmen. Seht ihr jetzt nicht. Zack, durch das Loch durch. Ja, ich kann es ja mal abstellen. Vielleicht geht das ja. Ja, geht. So, da ist er jetzt. Da. Ich mache eine Distanzscheibe da drauf. Und eine neue Mutter natürlich. Natürlich eine neue Mutter. Nicht so eine alte, verwarzte Mutter hier. Hat ihren Dienst getan. Schöne neue Mutter. Ist immer noch nicht ganz sauber, ey. Ist immer noch Dreck drauf. Unglaublich. Muss ich nochmal jetzt drehen und gegenhalten. Dreh damit. Was ich interessant finde, der schleift hier. Das finde ich nicht gut. Und das stört mich jetzt gerade. Stört mich, dass der jetzt da schleift.
Da läuft er frei und hier schleift er im Gehäuse. Also da werde ich doch noch mal, ja, da werde ich eine Distanzscheibe inzwischen legen. Dann nehme ich doch mal lieber die kleine hier. Die saß dazwischen, um ein bisschen mehr Luft zu machen, damit der hier nicht so am Gehäuse, hier, da sieht man das, Freaks, da ist er richtig eingeschliffen. Das wollen wir nicht. Nein, das finden wir nicht gut. So, jetzt hat er ein bisschen mehr Luft. Das ist ja fantastisch. Der schleift auch nicht. Cool. Keine Ahnung, warum die drin waren. So, sehr schön. Schmatzig. Schmatzig! Gut. Das kann man auch machen, damit die Rollen rollen und nicht. Zack. Fett dran. Zack. So. Edel gemacht. Wir fischen nach der letzten Schraube. Fast letzte Schraube. Einsprühen, einsprühen. Genau. Traumhaft. Traumhaft. So. Gut. Sehr cool. Jetzt stellen wir sie mal auf die Metallplatte drauf hier. So, Freaks, jetzt seht ihr hier, gibt es sogar so eine Markierung. Und jetzt gehen wir mal richtig runter. Zack, das ist ganz unten. Das ist echt cool gemacht. Ja, das ist jetzt nicht hundertprozentig genau. So, cool. So, Freaks, ich habe jetzt hier mir einen Block Metall geholt, der ist 15. Und den kann ich jetzt hier reinschieben. Dann sehe ich ungefähr genau, wie die Schnitthöhe ist. So, da haben wir ungefähr 17. Und da haben wir weniger. Also da muss er da ein bisschen höher. Jetzt ist er genau auf Kante. Das ist besser. 15 mm. Ui, siehst du, hier war schon fast auf 15. Da hat nicht viel gefehlt. Ja, das war cool. Jetzt genau auf Kante gestellt. Hammer. Läuft jetzt völlig lautlos. Völlig lautlos. So, wie schneidet er jetzt hier? Zack, schneidet er. Schneidet er. Schneidet er. Zack, zack. Schneidet, 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 schneidet. Ey, ich hoffe, ihr seht das. Ist das geil. Fertig. Ah! Ist das geil. Fliegt jetzt mehr mit der Runde. Zum Schluss 15 mm auf meinem Abschlag. Oh, das könnt ihr doch gucken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht so ab auf meinem Rasenfreak-Kanal. Vielen Dank, dass ihr mich abonniert habt. Vielen Dank, wenn ihr mich noch abonniert. Hier wird richtig mega Rasen und Spindelmäher gehypt. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss. Man hört nichts mehr. Man hört überhaupt nichts mehr.
Der Meier mag keine Steinchen.